Servus, Bernd. Du bist Genau. dran. So, herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Welles 22. Wir sind wieder Pinky und der. Prime. Ja, einen wunderschönen guten Tag. Wir sind wieder auf der Multimap unterwegs und ja, es schneit. Wie ihr Genau. seht, und unser Drescher Bock, der mag nicht mehr, wenn es schneit. Der Fahrer, unser Helfer, ist jetzt wahrscheinlich zum Skifahren gegangen, keine Ahnung, wo der hin ist, zumindest plötzlich stehen geblieben und das war's. Also wir sind schlafen gegangen, nur falls ihr da den Himmel euch schön anschaut. Ich habe das auch gleich so im Screenshot gesehen. Ja, es ist 8.03 Uhr Oh ja. und ja, da Ja, stehen müsst wir du jetzt, wegen. ne? Achso, aber du kannst rein theoretisch einmal schauen mit deinem Anhänger, wenn du abgelohnt hast, ob du Silage bei der BGA verkaufen kannst. Genau das wollte ich jetzt genau tun. Ich bin eh bei Wirklich? 89% voll. Dann hatte ich das Dann. jetzt nämlich vor. Jetzt gebe ich das auch schon mal ab und dann gehen wir Silage verkaufen. Wird übrigens jetzt noch angesehen. Weißt du das? Das müsste ich trotzdem tun. Lass mal links gucken. CP Feldarbeit. Der Aber fährt weiter, ja. das war natürlich auch sehr klug von uns, gell? Ja, aber der fährt noch. Ja gut, Ja, aber das. aber jetzt Ja, ich glaube, haben so genau macht das nicht. wir. Nein, aber jetzt haben wir 8 Stunden dazwischen, zwischen Ach denen, dass wir die so. letzte Bahn fahren können Ach und so. Ja gut. Naja, mehr egal. sogar. Naja. Dann müssen wir halt abwarten. Stimmt. Den Aber der war Verderben haben recht wir eh weit, aus. glaub schon. So viel hat er Verderben nicht haben mehr. wir eh aus. So viel hat er nicht mehr gehabt. Jo. Wenn Kartoffeln gelegt werden, werden sie mit einer Krümelmaschine zu Dämmen gemacht. Ja. Schaltet Okay, ja. euch ein Kartoffelrinder. Das kann man da dann auch machen. Ja, genau. So haben wir es Also verstanden, ja. Es wie wird so angehäuft bei und den wird dann da Rückenmieten. quasi, ja genau, mitten reingelegt. Ja, gut, müssen tust du es nicht, ne? Kann man machen. Aber ich bin mal gespannt. November ist ja noch ewig hin, bis das rauskommt. Also, Ja, pah, bis dahin. da vergeht noch viel Zeit. Ja, vielleicht gibt es ja dann auch schon unser neues RP. Wer Machen weiß, wir wer gleich den weiß, wer Aufruf, ha? weiß. Genau. Also hier nochmal ein Aufruf, meine Lieben. Wer Lust hat, ein RP zu Aufruf. spielen, meldet sich bitte im Discord, bewerbt euch bei uns, macht mit, wir freuen uns auf jeden, der dabei ist, ab 18, wenn es geht. Ja, ihr dürft natürlich auch mit aufnehmen, wenn ihr mögt. Und ja, Natürlich muss die Qualität passen. so sieht's aus. Und es muss halt einfach auch zu uns passen, sagen wir jetzt auch mal Genau. dazu, ne? Weil so komische Alleingänge, aber ihr müsst halt auch ein bisschen Geduld mitbringen mit uns, ne? Wenn es dann hier oder da dann mal nicht ganz so ist, wie es sein soll. Wir machen das alle zum Spaß. Wir nehmen es euch alle übel. Genau. So ist es nämlich. Ja. Aber weißt du, was ich eigentlich wieder cool finden darf, wenn das kam hat? Und zwar dieses, das Getreide ist noch zu nass oder sonst irgendwas. Ja, ist das nicht in dem einen Hai und Dingsbums dabei? Oder wenn man so ein. Na, es ist nirgends dabei, das war im 19er war das. War das im Als 19? du mit Seasons gespielt hast, da war dann immer, dass das Feld, also dass die Frucht noch zu nass war. Ist das jetzt nicht, wenn du Season spielst? Nein. Nee? Ja, ich spiele nie Season, deswegen weiß ich es nicht. Ich spiele immer Seasons Okay. und mir ist bis jetzt noch nicht aufgefallen. Skiffy fragt, ob du die Karte dann machst. Nehmen wir ihn aus dem Mod ab. Ich glaube, da warten wir mal ab. Was für eine Karte machen? Eine Map. Also, nein, Für nicht unser spielen. RP. Ich glaube, wir nehmen da eine von der Stange. Ich meine, Und passen sie uns gerne. vielleicht an. Ich wollte gerade sagen, gerne bearbeiten, das ist gar kein Thema, aber nur mehr ganze Karten, das ist mir zu. Genau, ist aufwendig, ja. Also, das war ja damals eigentlich, weiß ich nicht, wie lange bin ich gehängt? Ein Monat mit, weiß ich Ja. nicht, wie viele Stunden, glaube Ja, etliche Stunden, wo es du da geschafft hast. Und ja. Nee, ich Das glaube, man muss schaffe ich das auch gar nicht Rad mehr nicht von der nochmal Zeit. erfinden. Also, es gibt so viele gute Maps. Damals hat man ja Genau. fast das machen müssen, weil es ja keine Maps in dem Sinn so richtig viele gab. Genau. Gleichzeitig wurde ja fast die Waldstätten dann damals ist herausgekommen. Gleichzeitig mit unserer Karte. Hätte man sagen können, hätte man die auch nehmen können, aber die ist verhältnismäßig groß. Genau, also vierfach, die war für uns einfach zu groß gewesen, das wollten Genau, wir da nicht. waren wir zu wenig und ja. Ja, beziehungsweise wollten wir sagen, wir wollen einfach mehr Interaktion haben und das ist bei der Vierfach halt nicht so. Richtig, genau. Also ich meine, dass man wirklich schaut wegen einer kleinen Karten und fertig, wo du nicht wirklich viel Interaktion dann meinetwegen hast. Ja, aber ich denke, es gibt inzwischen schon recht gute Maps, wo Ich man leben glaube kann, auch nicht so große, wo auch. man gut miteinander RP spielen können.
Glaube ich auch. Genau, Skiff ist auch dafür. Das ist doch schon mal gut. Unser Hofverwalter ist dabei. Ich mache dann wieder einen Maschinenhandel, das sage ich gleich. Du Maschinenhandel? Ne, ich mache das mal was anderes. Ich habe schon was im Hinterkopf. Ja, so viel Maschinenhandel habe ich damals nicht gemacht. Ja, das stimmt. Obwohl mir das Landhandel hat mir schon gut gefallen, aber das ist mir zu stressig. Ja, nein, ich mag das. Ich werde das. Also Landhandel. Landhandel. Land und Maschinenhandel. Mir war das zu stressig damals. Aber lass du gerne machen. Ich habe was anderes vor. Mal gucken. Also ich habe schon irgendwas. Spoiler. Nö. Nur Spoiler nicht. Spoiler, der Spoiler ist beim Auto vorne. Spoiler. Genau, so ist es. Na, eigentlich hinten, oder? Vorne und hinten? Ja, stimmt, Front- und Heckspoiler, ja. Spoiler. Wie heißt dann das andere, was da hinten oben drauf montiert ist, da, dieser Flügel? Was, oben drauf? Ja, am Kofferraum, weißt du, oder am Dachl haben sie es hin und wieder den Flügel, dass den anpresst, so. Hast. Ja. Heißt das nicht auch Spoiler? Nein, das, ist da, das ist eigentlich der Spoiler, ja. Ja, das oder? Ist ja Heckspoiler, oder? Ja. Aber unten sind das nicht, sind das Spoiler unten? Ich hätte da vorne und hinten, die sind nur Schürzen, vorne, oder? Hätte genau. Ich gesagt, ja. Aber fällt das nicht auch unter Spoiler? Keine Ahnung. Schreibt das in die Kommentare. Genau, klärt uns auf. Wie heißt denn das wirklich draußen? Ihr seht, wir kennen uns gut aus. Mhm. So. Ah, jetzt könnt ihr aber wieder weiter dreschen, oder? Schafft er wieder was? Ja, ich glaube, dass er wieder weitermacht. Schau mal oben. Weizen wird aktuell, ja, er fährt 2 km/h. Ja, er fährt, ja. 3 km/h. Passt. Voll hinten rein. Die kapitalistische Power. Das Käfig überlegt auch schon, was er machen will. Wo machst du? Warte mal kurz. Oder ja. Was? Passt schon, da fahr. Kommst du hinter mir oder was? Ja, ich stehe schon hinter dir. Achso. Ja, machen wir die Silage rein. Wie viel kriegst du? Wie viel ist denn drinnen? Ich hab keine Ahnung. Du siehst nicht. Aber müsste viel drin sein. Silage, ja, 161.000 sind jetzt noch. Perfekt. Heu ist schon wieder fast voll. Das ist auch gut. Das können wir dann nachher verkaufen. Wie sieht's denn bei den Tierchen aus? Haben die noch genug von allem? Tiere, Mischration 100%. Die brauchen ja eine Mischration. Und Stroh haben sie auch drinnen. Die brauchen ja sonst nichts. Mischration reicht ja. Ja gut, der tut es ja selber zusammenmischeln, oder? Genau. Das macht der Robo. Unser Robo. Heu und Gras brauchen die, oder? Was brauchen die denn? Die brauchen Stroh, Silage und Heu. Ja, ne. Denke ich doch. Mehr nicht. Silage ist nämlich null. Was? Da ist keine Silage mehr drin. Ja, dann. Ich pack mal gleich die erste Folge. Ja, fahr du machst verkaufen. Du? Also ja. Gut. Also gut. Da bin, dann fahr ich wenigstens ein Stück nicht leer. Okay, jetzt gucke ich aber erstmal Preise. Ich hab mir gedacht, du willst einfach nur zu Dings fahren. Zur. Das wolltest du machen. Na, zur BGA. Das wolltest du fahren. Achso, willst du das fahren? Was? Du erfolgreich fahren. Beendet. Ich fahre Fruchthandel Nordwest. Da ist okay, jetzt der Preis so noch besser. Ne? Ist der Preis jetzt noch besser geworden? Ja, passt. 347 fahren. Kriegt man da jetzt. Ja, passt. Ja, so viel kann ich dann nicht mehr fahren, weil es ist jetzt nur mehr 61.000 dann drinnen. Wenn dann will ich einen Anhänger voll machen, nur so halber zu wieder nicht hinfahren. Mhm. Ja, dann hau ich jetzt die 100.000 einmal beim Dings rein. Ist beim Kuhstall. Drin? Ja. Wo ist der denn? Ach, da hinten. Okay. Okay. Ich hab's gesehen. Ich möchte dieses Mal gut überlegen für so ein Projekt. Ja, mach das. Mach das. Aber da haben wir ja noch genug Zeit bis genau. Dahin. Und ich wäre dafür, dass wir diesmal wirklich ein bisschen unseren Fahrplan machen. Ja, richtig. Ich möchte es auch ein bisschen anders gestalten diesmal. Dass wir wirklich so unter Anführungszeichen Regeln festlegen, ne? Ja. Auch vielleicht nicht alles durchskripten, aber zumindest, dass wir ein bisschen so einen Fahrplan haben. Genau, einerseits das und wie gesagt, ich würde halt wirklich viel überlegen, wie es das machst, eben im Sinne von Maschinenkauf, welche Maschinen dürfen da sein, was weiß ich, was muss geliehen werden, so wie wir es ja schon mal ein bisschen gehabt haben. Genau. Das gibt es nur zum Ausleihen beim Maschinenring oder das darf gar kein Bauer besitzen, sondern das muss immer gemietet werden und.
dass da halt ein bisschen eine wirkliche Aktion mit reinkommt. Genau. Also wenn ihr da Ideen habt, wie so ein RP aussehen könnte, gerne in die Kommentare, meine Lieben. Nicht nur in die Kommentare, sondern dann auch gleich bei Discord mit Bewerbern dafür. Oder da, und das dazu, genau. Also wir planen so Richtung nach den Sommerferien eventuell. Könnte das vielleicht was werden, je nachdem. Wenn es dann langsam wieder kälter wird und man wieder ein bisschen mehr spielt, denke ich bis dahin. Genau. Das wäre natürlich cool, wenn es da sich. Und wenn es immer nur für einzelne Tage Zeit habt oder Wochen, dann sagt es Bescheid, vielleicht können wir da auch was machen. Genau. Na gut, der Hauptaufbau, Haupttag wird wahrscheinlich der ähnliche bleiben, das Freitag. Ja, aber vielleicht, genau, aber vielleicht gehen so alle zwei Wochen am Freitag. Ja, das oder ist ja dann kein Problem. Einmal im Monat dann am Freitag nur. Genau. Wenn es entsprechend ein bisschen mehr sind, dann kann man immer noch die Rollen ja auch so eingliedern, dass nicht jeder immer dabei sein muss, dass man auch mal jemand nicht da ist oder das so ist. Es gibt halt ein paar Hauptrollen, die dann meistens da sein sollten, aber nicht unbedingt. Je nachdem, wie das auch Interesse von unserer Seite, von unserer jetzigen Gruppe ist, wer da aktive Hauptrolle unter Anführungszeichen übernehmen will. Genau. Kristallisiert sich das dann natürlich ein bisschen raus, ne? So ist es. Ja, Skiffy, Familie Raftsan, brauchst keine Angst haben, das kriegt dann schon ein ordentliches Ende. Und wenn sie bloß eine kleine Pause dann einlegt, das wird man dann sehen und dann irgendwann wieder erwacht. Ja, beziehungsweise vielleicht ist ja die Bürgermeisterin auf einmal nicht mehr so glücklich. Wer weiß? Weil der Peter auf einmal da oder Bettchen gewechselt hat. Naja, oder die Familie sagt, wir wollen mit dir nicht mehr, weil du eh alles alleine machst oder so. Mit der Bürgermeisterin. Zum Beispiel. Genau, du lässt uns nicht mit zur Bürgermeisterin. Nee. Das ist aber schon sehr egoistisch. Ja, manchmal ist das halt so. So, gucken wir mal, was die Silage bringt. Bin ich jetzt mal gespannt. Ich glaube, Drescher ist auch schon voll, ne? Jo. Wie schaut so aus? Jo. So, dann 65.700 haben wir. Vielleicht mal gucken, was es mehr wird. Gib ab! Abgeben, bitte! Ja, ich sehe schon, ich sehe schon. Kommt, also, kommt. Ja. Lass mal hinfahren. Ey. Sag das doch. Nordwest ist ein Stück. Schon ein Stück unterwegs hier. Du bist dann wahrscheinlich relativ schnell wieder bei uns, oder? Na, boah. Wo ist denn da Zufahrt? halt. Oha. Oh, ich glaube, das macht dem Bauer hier nichts, wenn ich über die Wiese düse. Oh. Ein bisschen. Da ist die Zufahrt. Okay, darum. Wie lange dauert es noch zum Abkippen bei dir? Weil sonst würde ich gerne schnell noch was nachschauen. Ein paar Sekunden. Also da dann scheinen auch die noch und noch. Ich bin jetzt eigentlich angekommen. Ja, dann. Jetzt gebe ich ab. Wie ein Vizifeil. So. Oh, es rattert schon mal ordentlich. Oh, ist ja nicht der große, ne? 35.000 Liter. Also, naja, aber 35.000 Liter, das sind 35 mal 300. 13.000 waren's. Euro. Ja. Ist doch mal was. 13.001. Genau, so, und jetzt, wie komme ich jetzt am besten direkt runter? Da war ein Glas auf meinem Feld, das bringe ich zur Anzeige. Was? Was kannst du machen? Ich mein Glas ist nicht. Mein Glas schreibt man mit C. Sorry. Bei Glas, da würde ich. Ich habe übrigens letztens ein Video gesehen, wo sie ein Lidl zu einem Glasdrescher gemacht haben. Echt? Ich war kurz davor, dass ich das schicke. Und dann habe ich mir gedacht, nein, das kann ich der restlichen Gruppe nicht an da.
Nee. So, ich wollte jetzt mal nachschauen, und zwar genau das Village. Also Heu müssen wir, mit Heu müssen wir auch mal was machen, weil Heu haben wir jetzt extrem viel, gell? Mhm. Ja gut. Ich Stroh noch. Ist drin, Stroh ist jetzt. Wer kriegt Heu? Die Kühe kriegen die auch Heu? Kühe, ja. Und das ist auch voll, ja. Oder? Jetzt? Weiß ich nicht, muss ich gleich schauen. Ach ja, ach so, nebliger Sonnenaufgang hat auch was, wenn man da in den Sonnenaufgang hineinfällt. Irgendwas, ah, ich weiß schon, was ich schauen würde. Ich wollte schauen, was noch alles gedüngt gehört. Gedüngt. Feld 15 muss gedüngt werden und. Ja. Na ja, gut, Feld das 11. Das 11er, aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob der das gleich danach jetzt schon nimmt. Dann werde ich erst einmal mit Feld, mit dem anderen Feld anfangen, oder? Aber wenn der Curseplay-Fahrer das fährt, dann ist das ja so, dass das nicht die Frucht zerstört, oder? Sollte er nicht, ne? Das sollte funktionieren. Also, wie komme ich denn jetzt ein bisschen zu dem Feld von hier? Warte. Links. Bisschen. Ja, genau in die Richtung weiterfahren, so wie es jetzt heute. Ja, ja, ich weiß, da war ein Baum. Da rum, ne? So. Und dann unten, ja. Dann wieder links, glaube ich. Dann links wieder, genau. Und dann einfach gerade runter und dann ist erst rechts. Dann müsste das passen. Schauen wir mal. Also Stroh ist jetzt mal voll. Ich gebe jetzt nur ein bisschen Stroh bei den Tieren mit rein. Mhm. Eine ganze Ladung. Und das restliche tue ich dann verkaufen. Weil wir haben eben, was haben wir, 500 gut eingelagert. Okay. Bam. Reicht uns auch schon mal eine Weile. Um Hafer kriegt man kein Stroh, oder? Doch. Ah, auch? Ja gut, dann. Drum haben wir Hafer hergenommen. Ja, okay, dann ist ja eh kein Ding. Da kriegt man eh wieder Stroh, dann können wir den Rest jetzt wirklich verkaufen, das stimmt. Mhm. Dann müssen wir das nicht so viel einlagern. Ja, wir haben auch nur 600.000 Liter, also 650.000 Liter so Gras. Auf Lager? Mhm. Okay. Gut. Also sollten wir uns jetzt langsam Gedanken machen, ob wir nicht schauen, vielleicht eine Silageproduktion, dass wir mehr verkaufen können. Ja, das müssen wir vielleicht dauerhaft immer wieder mal mit reinnehmen, dass wir mal wieder eine Strecke Silage verkauft, dann, wenn es wieder voll ist. Ja, aber Silage produziert nicht so viel. Silage war bis jetzt nicht voll. Mhm. Ich war bei 161.000 von 400. Mhm. Also, die produziert nicht so schnell. Das ist richtig. Deswegen vielleicht eine Überlegung, ob man es. Ob man sie dann irgendwann einmal nur eine zweite gönnt. Mhm. Das wäre eine Frage, ja. Beziehungsweise wir müssen uns auch von der Silage was aufs Lager legen, ne? Wobei wir haben so viel Rohstoff. Die Felder sind halt echt eine kleine. Haben wir eigentlich nicht noch was anderes eingelagert? Weizen. Das wir irgendwann verkaufen wollten? War das nicht Weizen? Guckst mal. Irgendwas war ja, doch war noch, wo man sagt, wir müssen auf die Preise achten. Dass ja, wir das richtig verkaufen. Ich meine, das war noch irgendwas voll gewesen. So, schauen wir mal. Weizen haben wir 182.000. Jetzt guck an. Und wir sind aktuell 732, das ist der Höchstpreis, und 704 war gerade der höchste. Aber es er sagt, im Jänner ist noch höher. Also noch einen Monat warten mit dem Verkauf. Und wir verkaufen uns nächsten Monat. Ja gut, da kommt ja Geld rein. 182.000. Das ist ordentlich. Ich glaube, da können wir, wenn wir hier jetzt auch noch ein bisschen was kriegen, dann können wir fast alles verkaufen. Ja, weil ja, Hühner wollten wir halt uns dann irgendwann noch anschauen. Ja, aber die werden uns ja nicht die Haare vom Kopf fressen. Na, aber da sollte man sagen, vielleicht einmal 10.000 Liter noch. Ja, das meine ich ja, klar, ich meine 10.000, das kriegt man hier auch schon fast draußen. Hafer nehmen sie leider nicht. Ich glaube, die nehmen nur Korn, Sorghum, Hirse, Weizen, Gerste. Ja, Raps 18.000 haben eingelagert auch ein bisschen, aber das können wir mal drin lassen. Diesel, okay.
Stroh. 18.000, die Steine können wir dann. Das ist ein Steincrasher, haben wir jetzt irgendwie, habe ich gehört, dass es hier jetzt auf genau. der. Dass der Händler jetzt auch einen Steincrasher anbietet, ne? Genau. Können wir uns irgendwo hinsetzen lassen. Wollen wir das nicht für nächstes Ziel mit aufnehmen? Könnte man machen, ja. Sonst kommen wir mal stark durcheinander jetzt. Wollen wir sagen, das wollen wir, das wollen wir, das wollen wir, und eigentlich haben wir kein Geld. Und eigentlich verfolgen wir die Ziele nicht mehr. Aber vielleicht macht der Besitzer vom Multimap uns dieses Ding dahin. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Oh no. So, okay. Ich glaube, unser Helfer ist fertig. Wirklich? Ja, hat er vorher schon mal gemeldet. Der Kollege drüben, dann switch ich mal schön rüber. Ja, der ist fertig. Mhm. Ja, bin leider noch mit dem Stroh beschäftigt. Dann fahre ich den schön vom Feld weg. Jo. Und dann schauen, lass noch mal heimfahren. Oder weiß nicht, ob du Zeit hast oder nicht, wegen einem. Ja, ich kann gerade eh nicht abtanken. Weil dann würde ich überlegen, dass wir düngen gleich. Düngen? Ja, zumindest das eine Feld kann man düngen. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob man jetzt direkt schon danach schon düngen kann, weil der Düngestufe mit drin hat. Ja, einfach einmal das eine Feld, was wir düngen sollten. Düngen. Mhm. Und schauen wir, ob du auf den Pflegebereifung drauf kriegst. Klingt, ist vielleicht ein bisschen. Ist das ein mittlerer, den wir hier haben, den Fendt? Nein, ist das ein großer. Ein großer kriegst du kaum kleine Pflege rauf. Ich glaube, aber das ist der Onkel Yogi. Ja, da könnte es nicht klappen, ja. Ja, deswegen. Ihr wollt doch eure Schulden begleichen, das wäre für euch ein gutes Ziel. Schulden auf 500.000. Ne, die Schulden müssen weg. Schulden müssen ganz weg. Das ist unser Ziel, sonst kommen wir hier nicht auf Level 3. Weil wir quasi schon im Vorfeld uns die Schulden. Genau, entschuldige. Du darfst. Nein, wir dürfen uns jetzt von den Zielen aus Level 2 dürfen wir jetzt aktuell nichts kaufen, beziehungsweise uns anschaffen, was eben mit dem Kredit noch ist. Genau. Das heißt, wir müssen unseren Kredit jetzt nach und nach abzahlen. Genau. Und das ist jetzt gar nicht so wenig, weil was haben wir? Na, 985.000? Genau. Wobei auf der anderen Seite, ich glaube, das wollen wir jetzt dann wirklich da Vollgas durchstarten. Wir müssen einfach schauen, dass wir uns dann wirklich verkaufen. Richtig. Und nachher vielleicht da überlegen, dass wir mal nur mal so ein Auftragsfeld machen, in Drescher fahren lassen und den Ladewagen hinterherfahren und der soll das halt gleich direkt verkaufen. Kann man auch machen, ja. Wir haben ja beides ein Bot AD und Kursplaner soll der das einfach machen und wir kümmern uns in der Zeit vielleicht um Wiese oder weiß der Teufel was. Genau, das meine ich. Weil ich glaube, einen zweiten Ladewagen haben wir ja. Beziehungsweise einer muss eh einen Drescher immer mit abfahren. Ja gut, oder dann lässt das AD und Cosplay gemeinsam machen. Man muss das nicht mehr machen. Das kann ja da, aber dann was tun wir dann mit den anderen? Wie meinst? Grasmin würde ich immer in AD machen, in Cosplay machen. Achso, meinst du? Ja, guck mal einfach. Frage ist, wie viel haben wir jetzt noch zum Abladen, weißt du das? Zum Abgeben, das sehen wir nicht, das haben wir nicht drauf, glaube ich. Doch, 90% haben wir noch. Also 90% haben wir schon, das heißt, es fehlen noch 49.700 Liter. Ja, das ist nämlich viel. Und so einer ist ja, einmal habe ich ja schon abgetankt, 18.000 habe ich schon drin. Aber die Zeit ist schon durch. Genau. Wir fahren da jetzt noch. Ja, meine Lieben. Dann verabschieden wir uns. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und ja, momentan ist natürlich, wir sind kräftig am Level 2 zum Arbeiten. Ne? Mhm. Aber in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch gefällt es, was wir hier ein bisschen machen mit euch zusammen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao.